Feuerwehreinsätze bieten nicht nur bei den professionellen Medien spannende Geschichten. Auch in den sozialen Medien erhalten die Einsätze von Rettungskräften Beachtung. Das Interesse an Feuerwehren war zu allen Zeiten groß. 1854 wurde mit Unterstützung von Herzog Ernst I. am 7. März eine Feuerwehr für Altenburg in Dienst gestellt. Im Rathaus erfolgte die Vereidigung und unter Leitung des Kommandanten formierte sich der Feuerwehrzug auf dem Markt. Auf dem Schlosshof wurden die Mannschaften in Augenschein genommen, eine Geste gegenüber dem Herzog, da ein Großteil der notwendigen Ausgaben durch die Kasse des regierenden Landesherrn übernommen wurden. Allerdings blieb die Finanzierung der Wehr in den nächsten Jahren ein schwieriges Unterfangen. 1855 kam es zur ersten großen Bewährungsprobe der Altenburger Feuerwehr. In unmittelbarer Nachbarschaft der damaligen Wache brannten zwei Scheunen am Anger. Mit Ereignissen wie diesen stabilisierte sich auch die Finanzierung der Wehr. Offenbar hatte man im Stadtrat eine Notwendigkeit der Feuerwehr erkannt, die heute selbstverständlich ist. Der Brandschutz ist wichtig denn je und heutzutage auch mit neuen Verordnungen, Richtlinien auch immer noch eine Herausforderung für die Stadt. Es ist, wird anders sein in den Finanzierungen von Grundausstattung und all solchen Dingen. Da ist eine freiwillige wie eine Berufsfeuerwehr heute solide ausgestattet, wobei das ein oder andere Fahrzeug auch, wenn es 20 Jahre und älter alt ist, erneuert werden könnte. Aber da ist ein guter Stock geschaffen und dort sind die Probleme nicht ganz so wie vielleicht Dazimmer zur Gründung. Was eine Kommune herausfordert natürlich, sind die ganzen Themen, die Gebäude, Brandschutz, die Umbauten, Brandschutzkriterien, Wartung danach von all dem, was man getan hat. Also die Kommunen haben eine Menge zu tun durch neue Richtlinien in Europa, sind damit auch gefordert. Und das Thema ist ein sehr, sehr wichtiges bei uns in der Gesellschaft. Ansehen hatten die Feuerwehrleute der ersten Stunde schon immer. Dies wird deutlich bei diesem Abschiedsgeschenk für den Chef der Wehr. Die Fotosammlung in aufwendiger Holzschatulle stammt vom Hoffotografen Kersten.